Herzlich willkommen zum Livestream. Das war Little Wing von Jimi Hendrix in einem Arrangement von Mark Summer. Ich bin sehr froh, dass Sie heute alle mit dabei sind. Ich werde euch einige Highlights aus meinem Soloprogramm Cello on Fire vorspielen. Eigentlich hätte ich damit auf Tournee gehen sollen im Juni und im August. Stattdessen gibt es jetzt eben Livestream. Auch schön. Und ich möchte gleich weitermachen mit zwei Stücke von einem schwedischen Jazz-Cellisten namens Svante Henriksson. Das erste hat er extra für dieses Programm geschrieben, ein kleines, folkiges, sehr berührendes Stück namens Xanthus. Und gleich drauf Black Run, das ist eine bluegrassige Nummer. Auf Wienerisch könnte man sagen, ein bisschen die schwarze Pisten für Cellisten. Also sehr schnell und ich werde versuchen, eine Bestzeit aufzustellen. Thank you.
Ja, naja, das war Black Run. Und nachdem es jetzt doch eher fulminant zugegangen ist, kommen wir jetzt zu einem ernsteren Teil. Und ich würde gerne euch spielen ein Capriccio von Giuseppe Dall'Abaco, das Capriccio Nummer 4. Dall'Abaco hat 11 sehr schöne Capricci geschrieben, davon das vierte ein bisschen traurig. Und dann gleich im Anschluss ein Satz von einem Stück von Peter Wasks, dem lettischen Komponisten, mit dem Titel Pianissimo. Und da kommt eine ganz spezielle Atmosphäre zustande mit ganz freien Klängen, schräge Intervalle und ein Orgelpunkt. Das klingt ganz archaisch und sehr schön. Thank you.
Ja, das war Peter Wask. Und um das Ganze ein bisschen wieder aufzulockern, kommt jetzt ein Stück, das ich sehr mag, weil man damit nämlich zeigen kann, dass man das Cello auch als Bassgitarre verwenden kann. Und das Stück heißt Dancing for Thee von Ernst Reisiger.
Ja, Dancing for D. Das nächste Stück, das ich spielen will, hat eine ganz besondere Geschichte hinter sich. Es heißt Syrinx, ist von Claude Debussy. Es heißt Syrinx und ist von Claude Debussy. Und die Geschichte dahinter ist, dass Pan, der Waldgott Pan, entbrannte für Syrinx, die Nymphin, und wollte sie erobern. Er begann ihr nachzustellen, aber sie war überhaupt nicht begeistert. Sie lief davon. Manche meinen, es könnte daran liegen, dass Pan halb Mensch, halb Ziege war. Jedenfalls, sie lief, sie konnte ihm aber nicht mehr entkommen, aber an einem gewissen Zeitpunkt, und so rief sie ihre Schwestern an, also jetzt nicht mit dem Telefon, weil es war jetzt im alten Griechenland, sie rief ihnen zu, bitte verwandelt mich in irgendwas, also damit ich entkomme, und sie verwandeln sie in ein Schilfrohr, und Pan, der also voller Schmerz hielt dieses Schilfrohr in den Händen und hat sich dann eine Flöte daraus gebaut, und das ist die berühmte Panflöte natürlich. Und in diesem Stück, das ich jetzt spielen möchte, sitzt also Pan in einer Grotte und spielt dieses Klagelied über den Verlust vielleicht von seiner möglichen Geliebten. Und gleich darauf dann noch ein anderes Stück von dem Jazz-Cellisten Ernst Reisiger, das auch ganz schön dazu passt. Tell Me Everything. Thank you.
Ja, das war Tell Me Everything von Ernst Reisiger. Und ja, by the way, anstatt diese Konzerte zu machen, habe ich mich entschlossen, eine CD aufzunehmen mit einigen von diesen Stücken und anderen Stücken. Wenn ihr gerne eine CD vorbestellen wollt, dann gäbe es auf meiner Homepage peterhudler.com ein Crowdfunding, und über das Crowdfunding kann man dann eine CD vorbestellen und die wird dann im Sommer produziert werden. Das heißt, macht alle mit und holt euch eine CD. Und ich mache jetzt weiter mit wieder einem etwas leichteren Stück, und zwar ein Pizzicato-Stück wieder von Mark Sommer. Es heißt Kalimba. Kalimba, so wie das Daumenklavier, das kleine afrikanische Instrument. Und in diesem Stück werde ich versuchen, das Cello wie eine afrikanische Kalimba klingen zu lassen. Das war Kalimba von Mark Sommer. Und ich komme auch schon zum Ende des Programmes. Ich habe für euch noch ein letztes Stück von Giovanni Solima. Und dieses Stück hier ist ja so virtuos, dass es eigentlich fast das Cello in Brand setzen könnte. Hoffe ich, dass es nicht passiert, aber keine Garantie. Es heißt Fandango von Giovanni Solima eben. Und Fandango, ein alter, uralter Tanz, den schon die Sklaven getanzt haben, gilt als verrucht, gilt als zu leidenschaftlich, war zeitweise sogar verboten, dann wieder in Mode und im Adel natürlich. Aber heute ist es nicht verboten, eine der wenigen Dinge, die nicht verboten sind, ein Fandango zu spielen, allein.
Ja, das war's. Das war das ganze Programm. Und jetzt hätte ich noch, falls noch Zeit ist, ein kleines Stück für now in English for all the people who are watching maybe from the UK and Edinburgh. I'm sorry, I cannot come this year. So see you in 2021. And I will play for you a Celtic cello set. See you soon. Das war's. Gehen Sie auf peterhudler.com und machen Sie mit beim Crowdfunding. Und am 8. Juni gibt es nochmal einen Livestream auf Puls4 mit Schrammelbach, wo wir mit Schrammelharmonika und Cello sehr interessante Musik auch bringen werden. Seid dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein und bis bald. Schönen Abend. Ciao.